klappen wir das Ganze hier mal einfach an die Metalltür ran und ihr seht sogar, dass dieser Magnet so stark ist, dass er hier an der Metalltür prima haftet und dass die Outtakes. Ihr habt doch gehört, wie das Schlagwerk hier arbeitet. Also da ist auf jeden Fall eine Menge an Kraft vor. Da ist also auf jeden Fall eine Menge an Kraft vorhanden. Ihr habt den Sauger jetzt im Einsatz gesehen. Ich denke, das war eine ganz gute Demonstration. Wie gesagt, wenn man Wasser saugt, dann saugt, wie gesagt, wenn er gut Wasser saugt, dann saugt er in der Regel auch gut Staub. Wie gesagt, wenn er gut Wasser saugt, ach, das lassen wir weg mit dem Wasser. Dann an und dann blockiert das Ganze und dann macht das so. Was durchfädeln, vielleicht irgendwie ein Stück Wolle oder irgendwie Faden oder was weiß ich, Packband oder sowas. Und dann könnt ihr das natürlich auch irgendwo. Und dann könnt ihr das natürlich auch irgendwo dann einfach an die Wand hängen oder hängen lassen in der Werkstatt vielleicht. Und wenn ihr dann sowas braucht, dann habt ihr sowas natürlich dann am Start. Leise ist er nicht. Ich mache ihn mal an, dann könnt ihr das vielleicht etwas erahnen. Ich bin jetzt hier auf Stufe 1. Was ich euch mal zeigen kann, ist, dass das hier auch ein Doppelverschluss ist. Das heißt, wenn wir den hier zurückziehen, dann fliegt der Bit natürlich so, wie er das soll, auch heraus. Das heißt, wir haben hier ein prima Federsystem. Das Ganze wird nicht durch Magnet gehalten. Schutz dann hier auch entfernen. Wenn ihr an die anderen Sägeblätter ran wollt, müsst ihr hier einmal auf diesen Stern drücken. Dann könnt ihr diesen ganzen Griff hier einmal abziehen. Und nein, das ist nicht so. Dann haben wir hier unseren Staubfangsatz. Dann haben wir hier unseren Staubfangsack noch mit dabei. Von der Displaygröße sind wir hier auch etwa gleich. Von den Displayfunktionen sind wir. Ja, den Laser müsst ihr in Betrieb nehmen, indem ihr hier oben diese kleine Klappe einmal abschneidet. Dann sind zwei kleine Knopfzellen mit dabei. Die legt ihr dann ein, dann macht ihr das Ganze wieder zu. Den Laser selbst könnt ihr soweit nicht mehr. Wer natürlich eine Bluetooth-Funktion wünscht, um hier das Gerät direkt mit dem Handy steuern zu können. Nehmen wir das Ganze mal raus. Hier sind sogar noch größere. Wie sieht das aus? Jeweils 10 Stück. Und hier oben sind die Pressdornen dann drin für die unterschiedlichen Bums, was er macht. Und unten ist er. So, und dann stecken wir das hier hinten wieder rein und verschließen das Ganze. Da ist nochmal eine extra Feder mit drin. Und ihr hört schon, das ist ganz wertiges Metall, was hier. Wir sollen dann einmal hier unsere Öse durch das Papier durchstoßen. Und wir sehen dann, das passt natürlich nicht, weil ich hier mit der Ösenzange nicht reinkomme. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall näher am Rand arbeiten. Ist nicht schlimm, machen wir gleich nochmal eins. 3 Stück AAA müsst ihr hier dann einlegen. Erstmal legt man natürlich. Das nennt man Katapultstart. Erstmal legt man hier natürlich die unterste Batterie ein, die dann auch nochmal einzeln unterteilt werden können. Wir haben da so kleine Abtrenner mit dabei, die wir dann hier mit einbringen können. Und wir haben dann insgesamt ein Set aus. Insgesamt sind da 20 Trennstege mit dabei. Einigermaßen fest auch drin sitzen. Dann fallen die nicht raus, wenn man das Ganze einmal hier auf den Kopf stellt. Doch, einer fällt so ein bisschen raus, aber ein bisschen gebremst wird es dennoch. So, habt ihr gesehen, das hat jetzt also auch hier tadellos funktioniert. Jetzt setze ich hier mal den Schneidaufsatz an. Muss man
natürlich vorher den Bit rausnehmen, was für die Outtakes. Und das finde ich dann schon recht bequem, denn viele Maschinen haben das nicht. Die haben hier keine Beleuchtung, da muss man dann immer noch eine Beleuchtung von außen her zuführen. Und ich denke mal, in dieser Preisklasse, diese Funktion auch mit dieser Automatik. Ob wir hier gut durch Multiplex etc. durchkommen, ist das wirklich gut geeignet. Wir probieren es einfach mal aus. Wo ihr sonst nicht hinkommt, ihr das aber mit dem Akkuschrauber zum Beispiel lösen wollt, da ist sowas natürlich dann eine gute Hilfe. Es funktioniert genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich komme von innen in jegliche Lücken der Windschutzscheibe auch. Ja, ich komme. Jetzt kommt schon wieder ein Auto. Ich komme von innen in jede. Zum einen dann Eiskratzen. Ihr könnt den natürlich auch so montieren, wie ihr das haben wollt. Das heißt, ihr könnt den einmal drehen, wenn ihr dann diese Seite zum Beispiel vorne haben wollt, wenn das für euch am ergonomischen ist, dann macht ihr das so. Wenn ihr euch fragt, wo es solche Schnellkupplungen gibt, die sind nämlich sehr gut dafür geeignet, um das jetzt hier anzukoppeln und abzukoppeln, ohne dass euch das Gerät gleich wegfliegt. Ihr werdet gleich mal sehen, was ich damit meine. So, wir stecken das einfach nur drauf und schon ist das Ganze gekoppelt. Und wenn wir das abkoppeln wollen, drücken wir einfach drauf und ihr seht, es bleibt hier. Und dann bekommt ihr auf jeden Fall die verlässlichsten Werte. Das machen wir jetzt einfach mal. Und wir sehen hier 7%, 6%, je nachdem, wie ich das Ganze dann halte. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir natürlich einen Daumen hoch da lassen.